Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde sagen, jetzt lassen wir mal diesen ganzen Pulverdampf ein bisschen beiseite und gucken uns mal an, was es für die Schulen denn wirklich bringen könnte. Und ich kann für meine Fraktion nur sagen, wir können uns bei beiden Anträgen leider nicht zur vollen Zustimmung aus vollem Herzen entscheiden. Wir werden uns dazu enthalten. Ich sage Ihnen auch, warum. Beim SPD-Antrag ist es uns in der Tat so, dass er einfach nur begrenzt ist auf das Thema Technik und Infrastruktur. Und das ist zu wenig. Das geht so nicht. Und dann habe ich mich eigentlich gefreut über Ihren Entschließungsantrag dazu. Aber da fehlt mir auch noch eine Komponente. Und das will ich Ihnen gerne sagen. Sie haben pädagogische Konzepte mit aufgenommen. Die Frage von Lehrerfortbildung, Ausbildung, die Ausstattung auch der Seminare. Aber es ist einfach zu wenig zu sagen, dann übergeben wir die Aufgabe an die Medienberater und Beraterinnen. Es muss weitergehen. Und erlauben Sie mir, dass ich in diesem Zusammenhang ein bisschen von meiner Heimatstadt erzähle. Und das ist, glaube ich, ganz gut, weil wir da eine gleiche Einschätzung haben. Paderborn hat sich im Wettbewerb Digitale Stadt auf Platz 2 bundesweit behauptet. Und auch Professor Pinkwart hat ja sehr deutlich gemacht, dass das eine herausragende Bewerbung gewesen ist, dass es da weitere Förderung in OWL als Modellregion geben soll. Und in der Tat hat Paderborn eine sehr lange Tradition, über das Projekt Lernstadt nachhaltig Mittel zu investieren. Und ich möchte uns alle daran erinnern, was damals mit der E-Initiative passiert ist. Da ist auch viel Geld reingegangen und es waren nicht immer nachhaltige Konzepte, sowohl was die Hardware und wie auch andere Investitionen anbetrifft. Wir haben in Paderborn die Tradition, dass die Schulen schulformübergreifend sich darauf verständigen, was für Software wird auf zentrale Server eingespielt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich in Ihrem Antrag auch mit vermisse, auf beiden Seiten. Wie sieht es aus mit dem Service? Es ist nicht nur mit Technik getan, es ist nicht nur mit der Fortbildung getan, es geht auch darum, hinter die Schulen weiter in die Lage zu versetzen, mit den Dingen möglichst unaufwendig zu arbeiten und dass Lehrerinnen und Lehrer nicht die Servicetechniker in den Schulen sind. Und das hat Paderborn sehr früh erkannt und hat da investiert und mit seinem Konzept vorgelegt. Und an der Universität gibt es einen Antrag auch zur wissenschaftlichen Begleitung. Ich weiß, dass er der Ministerin auch vorliegt. Dort werden jetzt alle Kollegien Schritt für Schritt in Paderborn ausgestattet mit Tablets. Und sobald das Kollegium die Hardware bekommt, dann beginnt parallel die Fortbildung für die Kolleginnen und Kollegen, sodass das Implementieren ganz zielgerichtet da ist. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn das gelingt, das aufs Land zu übertragen und vielleicht auch in einem Beirat, wo kommunale Spitzenverbände mit beteiligt sind, solche Transferkonzepte dann auch mit hinzukriegen, eine prozessorientierte wissenschaftliche Begleitung zu machen, genauso wie in Paderborn zurzeit der Antrag vorbereitet wird, um die informatische Grundbildung an Grundschulen in einen weiteren Entwicklungsschritt hineinzubringen, zusammen mit anderen universitären Standorten. Das sind die Zukunftskonzepte, die wir brauchen. Und dann haben wir wirklich an allen Stellen vernünftig angesetzt. Lassen Sie uns die Dinge nachhaltig entwickeln, dass die Finanzen gut eingesetzt werden und dass sie direkt auch genutzt werden. Und das geht nur, wenn das wirklich mit begleiteter Fortbildung direkt in den Prozess hinein passiert. Weil das nutzt niemandem, wenn die Geräte da sind, aber sie werden dann nicht genutzt oder sie werden nicht in angemessener Weise genutzt. Und auch die Fragen des Datenschutzes sind längst noch nicht alle geklärt, auch im Umgang mit digitalen Medien in der Schule und im Unterricht. Deswegen möchte ich das der Ministerin noch mal ans Herz legen, genau diese Dinge mit aufzunehmen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht möglichst bald sogar einen Termin haben, bei dem das noch mal präsentiert werden kann. Und dann bin ich sehr dabei, dass wir diese Zukunftsaufgabe und das Geld, was jetzt bereitgestellt wird von allen Ebenen, wo die Einsicht da ist, dann auch zielgerichtet und nachhaltig investiert wird. Denn wir können diese Anstrengung, und das wird uns immer wieder Innovationszyklen bescheren, das muss wirklich in einen strukturelles Konzept hineingebracht werden. Und darum werbe ich, und das fehlt leider in beiden Anträgen. Lassen Sie uns das vielleicht in Zukunft noch mal gemeinsam diskutieren und dann auch in einem gemeinsamen Antrag gegebenenfalls darlegen. Ich danke Ihnen.